Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich darf Sie alle, euch alle recht herzlich begrüßen zu diesem kleinen Videovortrag. Das Thema lautet Boomstädte und Schrumpfregionen und geht zurück auf den ISW-Report 120. Normalerweise hätten wir ja Veranstaltungen zum Thema gemacht, aber bekanntlich fällt das alles der Corona-Krise zum Opfer. Wir behelfen uns jetzt also auf diese Art und Weise. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt hier eine Veranstaltung in München hätten, dann würden vor mir lauter Oberbayerinnen und Oberbayern sitzen mit einem Pro-Kopf-Produkt im Durchschnitt von 57.000 Euro. Auf diese Art und Weise kann aber auch jemand zuschauen, beispielsweise aus der Region Koblenz. Der hätte dann allerdings nur ein Pro-Kopf-Produkt von 35.000 Euro im Durchschnitt. Und wenn vielleicht sogar jemand aus Mecklenburg zuschaut, hätte der nur ein Pro-Kopf-Produkt von 27.000 Euro. Sie sehen also, wir sind damit schon voll drin im Thema regionale Unterschiede und Regionalentwicklung. Dieses Thema war ja, bevor Corona so ziemlich alles überlagert hat, durchaus prominent und hat an Aufmerksamkeit gewonnen. Da wurden beispielsweise Heimatministerien eingerichtet, wo sich Heimatminister irgendwie ums Wohl der Regionen kümmern sollten. Wir haben in Publikationen öfter von abgehängten Regionen gelesen, die ausbluten. Und wir haben aber auf der anderen Seite dann auch ab und zu Studien von Mainstream-Forschungsinstituten gesehen, die dem vehement widersprochen haben und die der Meinung waren, Deutschland, aber auch Europa wächst regional gesehen wunderbar zusammen, die ärmeren Regionen schließen auf. So, was stimmt jetzt? Das wollen wir uns etwas genauer anschauen. Und zwar möchte ich das zusammen mit Ihnen tun in vier Unterpunkten. Im ersten Unterpunkt werde ich Sie etwas mit Zahlen traktieren müssen. Da geht es einfach um Daten und Fakten zur Divergenz und ich will da gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Diese Divergenz gibt es. Ich werde die aufzeigen. Punkt Nummer 2 befasst sich dann mit der Frage, wer sind jetzt bei dieser Entwicklung eigentlich die Gewinner und wer sind die Verlierer und welche Systematik steckt hinter dieser Entwicklung. Im Punkt 3 werde ich die Frage stellen nach den sozialen und ökologischen Auswirkungen dieses regionalen Auseinanderfallens. Und in Punkt 4 kommt dann logischerweise so ein bisschen eine ganz, ganz grobe Skizze zu dem Thema, was könnte man denn regionalpolitisch anders machen, wie könnte eine alternative Regionalpolitik aussehen. Bezug ist einerseits mal Deutschland, klar, aber auch die Eurozone. Warum die Eurozone? Ich nehme die Eurozone deswegen als Betrachtungsrahmen her, weil sich, wir werden das noch sehen, Regionen ja über nationale Grenzen hinweg entwickeln. Man kann die These aufstellen, dass Oberbayern mehr zu tun hat mit der Lombardei oder mit Tirol als mit Mecklenburg-Vorpommern oder Nordfriesland. Die Eurozone ist ein stark verflochtener Kern Europas. Und innerhalb dieser Verflechtungen gehen die regionalen Entwicklungen über die Grenzen hinweg. Und regionale Entwicklungen lassen sich in der Eurozone auch nur grenzübergreifend, volkswirtschaftsübergreifend verstehen. Kommen wir zum ersten Thema. Daten und Fakten zur Divergenz. Zunächst mal schauen wir uns da die Basis an und kommen noch gar nicht zu dem, was wir normalerweise ja unter Regionen verstehen, sondern betrachten einfach mal, wie haben sich denn jetzt im Zeitablauf, in den letzten 10 Jahren beispielsweise, die einzelnen Euro-Länder zueinander entwickelt. Da gab es ja immer das Versprechen bei Einführung des Euros, dass diese Länder konvergieren, also sich aufeinander zuentwickeln werden, dass die ärmeren Länder aufholen werden. Die Daten sagen leider etwas völlig anderes. Ich möchte das hier nur schlaglichtartig behandeln. Deutschland als Ausgangspunkt hatte 2007, also vor der Euro-Krise, gemessen am Durchschnitt aller Euro-Länder ein Pro-Kopf-Produkt, ich gehe jetzt wieder auf dieses Pro-Kopf-Produkt als Signalgröße zurück, ein Pro-Kopf-Produkt von 106% des Durchschnitts. Wo stehen wir inzwischen? Inzwischen hat sich das deutsche Pro-Kopf-Produkt hochentwickelt auf 116% vom Durchschnitt. Ganz anders
Ganz anders im Vergleich dazu Länder wie Spanien, Italien, Griechenland und übrigens auch Frankreich. Um hier nur mal die Daten für Spanien herzunehmen. Spanien hatte 2007 noch ein Pro-Kopf-Produkt von 82%, gemessen immer am Durchschnitt der Eurozone, und hat jetzt nur noch ein Pro-Kopf-Produkt von durchschnittlich 74%, gemessen am Durchschnitt. Da hat sich also die Differenz zwischen Deutschland und Spanien ganz nachdrücklich erweitert, und zwar von 24 Prozentpunkten hin auf 42 Prozentpunkte. Fazit also, die Divergenz hat zugenommen. Und das gilt jetzt nicht nur im Vergleich Spanien-Deutschland, sondern es gilt für südliche Länder in der Eurozone, es gilt für Frankreich und auch im Vergleich zu nördlichen Ländern wie Holland oder beispielsweise Belgien. Davon ausgehend ist eigentlich schon klar, wenn wir jetzt auf die Regionen, also auf die kleineren Einheiten in der Eurozone zurückgehen, dass auch die Regionen divergiert haben müssen. Geht ja gar nicht anders, wenn die Nationalstaaten divergieren, divergieren mit ihnen auch die Regionen. Wir wollen uns das aber trotzdem noch mal etwas genauer, etwas näher anschauen, weil es ja so ist, dass sich hier Divergenzen, Auseinanderentwicklungen addieren und potenzieren können. Und genau das haben wir auch, wenn wir uns jetzt die innerstaatliche Divergenz der Regionen anschauen. Es ist also nicht nur so, dass beispielsweise Italien und Deutschland immer weiter auseinanderdriften. Es ist auch so, dass die Regionen innerhalb von Deutschland und innerhalb von Frankreich oder Italien auseinanderdriften und dass sich diese zwei Entwicklungen dann eben, wie gesagt, aufaddieren. Zunächst mal, von welchen Regionen rede ich überhaupt? Ich rede von statistisch definierten Regionen, das sind in der europäischen Statistik den NUTS 2 Regionen, die entsprechen räumlichen Gliederungen wie beispielsweise Oberbayern oder auch kleineren Ländern in Deutschland wie Mecklenburg-Vorpommern oder der Region Paris. Das sind also schon relativ große Regionen mit teilweise weit über 5-6 Millionen Einwohnern, die aber schon einigermaßen abgegrenzt voneinander bewertet werden können. Es gibt in Deutschland auf dieser Ebene 2 Systematik 38 Regionen, also beispielsweise Oberbayern, Niederbayern, Saarland etc. Wenn wir uns jetzt die Entwicklung dieser Regionen innerhalb der einzelnen Euro-Staaten anschauen, stellen wir Folgendes fest, dass auch hier das Auseinanderdriften, die Divergenz ganz signifikant sind. Ich möchte da zwei Beispiele hernehmen. Das eine Beispiel ist Frankreich. Wir haben in Frankreich die Situation, dass zwischen 2000 und 2018, ich nehme jetzt diese zwei Bezugsjahre her, dass zwischen 2000 und 2018 die reichste Region, nämlich die Region Paris, sich entwickelt hat von 156% des französischen Durchschnitts hoch auf 170%, während eine der ärmsten Regionen, Lothringen, die ehemalige florierende Stahlregion Lothringen, sich zurückentwickelt hat von 53% am Durchschnitt auf 43% am Durchschnitt. Also hier gibt es eine ganz dramatische, fühlbare Auseinanderentwicklung der Regionen auch innerhalb von Frankreich. Wie sieht es in Deutschland aus? Ist in Deutschland wieder mal, wovon viele Deutsche ja ausgehen, ist in Deutschland wieder mal alles besser? Das sieht auf den ersten Blick so aus, aber nur auf den ersten Blick. Wir haben in Deutschland folgende Situation, dass im Westen so einige Regionen wie beispielsweise Lüneburg, Koblenz, Trier oder auch Schleswig-Holstein seit 20 Jahren immer so auf demselben Level sich bewegen im Vergleich zum Durchschnitt, zum bundesdeutschen Durchschnitt, aber auch nicht aufholen. Man kann also nicht sagen auf den ersten Blick, es gäbe hier in den westlichen Regionen einen Verarmungsprozess oder ein deutliches Auseinanderdriften. Das lässt sich hier auf den ersten Blick nicht feststellen. Man kann aber auch feststellen, es gibt ganz und gar kein Aufholen. Diese Regionen liegen deutlich, also 70-80% unter dem Durchschnitt und bleiben auf diesem Level.
Ja, aber wie sieht es denn in den Regionen der östlichen Bundesländer, also in der ehemaligen DDR aus? Hier wird ja immer wieder berichtet, dass es da große Erfolge gab im Rahmen des Aufbaus Ost und dass die Regionen in den östlichen Bundesländern deutlich aufgeschlossen hätten zum bundesdeutschen Durchschnitt. Sieht auf den ersten Blick auch so aus, aber wir wagen dann einen zweiten Blick, weil bei der genaueren Betrachtung der Entwicklung in den östlichen Bundesländern ja immer eins auffällt. Da fällt auf, dass einerseits die Statistik ganz gut aussieht, andererseits wandern da massenweise seit langen Jahren Menschen ab. Sie wandern von den Regionen im Osten in den Westen, vor allen Dingen in den Südwesten. Also irgendetwas an dieser angeblich so positiven Entwicklung riecht ja komisch. Wir haben mal versucht rauszukriegen, was sich in den meisten Regionen, nicht in allen Regionen, aber in den meisten Regionen des Ostens in den letzten 20 Jahren getan hat und sind darauf gekommen, dass man da, wenn man eine realistische Beschreibung der Realität haben möchte, die Statistik deutlich korrigieren muss. Es gibt da ja folgenden Effekt, man nennt es auch negative Sanierung. Wenn Menschen abwandern aus diesen Regionen, sind es ja meistens Menschen, die arbeitslos sind, deswegen ein niedriges Einkommen haben. Und dann bereinigt es die Statistik. Je mehr Menschen mit niedrigem Einkommen, mit Hartz IV, mit Arbeitslosengeld abwandern aus der Region, desto weniger Geringverdiener gibt es in der Region. Und dann steigt natürlich das statistische Pro-Kopf-Einkommen und das statistische Pro-Kopf-Produkt. Aber das Ganze ist ja eine statistische Verzerrung, weil genau betrachtet tut sich da ökonomisch wenig bis gar nichts. Das, was sich tut, ist, die Region blutet aus. Wir haben jetzt versucht, im Rahmen unserer Regionalberichterstattung ein bisschen zu quantifizieren, Volkswirte quantifizieren ja immer gerne und arbeiten gerne mit Zahlen, wie man jetzt diese Abwanderung einrechnen könnte in die Bruttoinlands, in die regionale Bruttoinlandsentwicklung der östlichen Regionen. Und da gibt es auch eine Möglichkeit. Man kann das regionale Inlandsprodukt einfach beziehen auf die Einwohnerzahlen vor Abwanderung. Das ist jetzt kein übler Trick, das ist wissenschaftlich eine absolut zulässige Annahme und bekommt dann ganz andere Werte. Wenn ich also den negativen Effekt der Abwanderung in den östlichen Bundesländern und in den östlichen Ebene 2 Regionen mit berücksichtige, sehe ich Folgendes. Ich kann das jetzt exemplarisch an zwei Regionen festmachen. Nehmen wir erstmal die Region Mecklenburg-Vorpommern her. Wir haben hier die Situation, dass Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2000 bei 63% vom Bundesdurchschnitt lag und für 2018 werden offiziell 67% ausgewiesen. Das ist jetzt kein Riesensprung nach vorne, aber trotzdem könnte man das so interpretieren, dass Mecklenburg-Vorpommern dabei ist, langsam aufzuholen und sich an den Bundesdurchschnitt heranzuentwickeln. Wenn ich jetzt allerdings die korrigierende Rechnung anwende und die Abwanderung in Mecklenburg-Vorpommern, die übrigens 10% der Bevölkerung ausmacht in diesem Zeitraum, in Rechnung stelle, komme ich zu einem ganz anderen Pro-Kopf-Produkt, nämlich zu einem Pro-Kopf-Produkt, das nur bei 58% vom Bundesdurchschnitt liegt. So gerechnet, und ich sage nochmal, das gibt ein viel realistischeres Bild der Entwicklung ab, so gerechnet Mecklenburg-Vorpommern also nicht aufgeholt, sondern ist, man muss es so sagen, lediglich ausgeblutet. Ähnliches gilt für nicht alle, also Dresden oder Leipzig natürlich nicht für alle Regionen in der ehemaligen DDR, aber für viele Regionen. Wir können noch ein zweites Beispiel hernehmen, das wäre Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt hat netto zwischen 2000 und 2018 16% seiner Bevölkerung verloren. Und auch hier sieht es so aus, die offiziellen Zahlen geben an, dass Sachsen-Anhalt sich beim Pro-Kopf-Produkt, beim regionalen Pro-Kopf-Produkt nach oben entwickelt hat und Anschluss gefunden hat an den bundesdeutschen Durchschnitt. Wenn wir allerdings wieder die Abwanderung einrechnen und berücksichtigen, sieht die Situation auch hier völlig anders aus. Sachsen-Anhalt wäre dann von 62% des Bundesdurchschnitts gefallen auf 58%. Also auch hier bei Einrechnung der Abwanderung und der Bevölkerungsverluste lässt sich für viele Regionen der ehemaligen DDR kein Aufschließen feststellen. Fazit, also auch in Deutschland ist die Regionalentwicklung keineswegs so toll, wie öfter behauptet wird. Es gibt auch in Deutschland Divergenzen, auch im Westen stagnieren Ebene 2 Regionen bestenfalls.
Und Deutschland ist hier im europäischen Rahmen gesehen keineswegs die tolle Ausnahme. Insgesamt, Fazit, wir haben in fast allen europäischen Ländern eine Auseinanderentwicklung der Regionen und wir haben eine Auseinanderentwicklung, wir haben das in Punkt 1 gesehen, der europäischen Regionen selbst. Was folgt daraus? Logischerweise folgt daraus eine Addition dieser zwei Entwicklungen. Wenn einerseits die Eurostaaten auseinanderdriften und wenn auch innerhalb dieser Eurostaaten die Regionen auseinanderdriften, dann addiert sich selbstverständlich, das muss so sein, dann addiert sich diese doppelte Drift. Und was dabei herauskommen muss, ist dann ein signifikantes, politisch gefährliches Auseinanderfallen der Regionen innerhalb der Eurozone. Wir haben versucht, das zu verifizieren, auch das zu quantifizieren. Ich möchte jetzt hier nicht weitermachen mit vielen Zahlen und Statistiken, aber es stellt sich bei einer genaueren Betrachtung das heraus, was sich aufgedrängt hat, was logisch ist. Es gibt in der Eurozone ein Auseinanderfallen, ein Auseinanderentwickeln der Regionen. Kurz, worum es hier geht, es gibt 167 Regionen innerhalb der Eurozone. Wir haben ein bisschen getestet, die 30 reichsten und die 30 ärmsten, wie verhalten die sich zueinander. Und wir konnten eben feststellen, dass hier eine ganz signifikante Drift, ich wiederhole mich, vorliegt, dass die Eurozone zunehmend auseinanderfällt in reiche Regionen und in arme Regionen. Ein Fazit, das politisch bedenklich ist, und dass die Grundlage ist für viele politische und ökonomische Auseinandersetzungen innerhalb der Eurozone. Kommen wir zum Punkt 2. Punkt 2 war arm und reich. Wer sind die Gewinner? Wer sind die Verlierer? Nun ist es ja nicht so, dass diese 30 reichen oder auch die 30 armen Regionen in der Eurozone so locker über das ganze Gebiet Europas gesprenkelt werden. Zunächst mal, wer sind die armen Regionen? Unter den armen 30 Regionen, so wie wir sie definiert haben, befinden sich viele Regionen aus Griechenland, aus Spanien, auch drei italienische Regionen, portugiesische Regionen. Und wenn wir neu beigetretene Euro-Länder mit einbeziehen, dann sind auch Regionen in der Slowakei unter den ärmsten 30. Die reichsten 30 befinden sich überwiegend in Deutschland, in Holland, Belgien und Österreich. Neben diesen Ländern gibt es noch reiche Regionen in Frankreich, wir hatten das schon, die Region Paris selbstverständlich und beispielsweise dann auch noch Helsinki oder neuerdings auch die Region Südirland um Dublin. Daran sieht man schon, dass es hier eine Zusammenballung von reichen Regionen gibt und man könnte diese Zusammenballung, in der 24 der 30 reichsten Regionen liegen, als die Euro-Banane bezeichnen. Das Ganze ist ein bananenförmiger Gürtel von Hochleistungsindustrie und modernen Dienstleistungen. Der beginnt hier in Hamburg, also hier ist Hamburg, geht dann rüber nach Belgien, Südholland, rein ins Rhein-Main-Gebiet über Frankfurt, dann wird er etwas breiter, unten bei Stuttgart und München. Ich möchte jetzt hier die Banane nicht verbreitern, das wäre vielleicht etwas matschig. Und dann läuft diese Euro-Banane weiter über Tirol bis rüber nach Wien. Wir hätten hier also, die Krümmung stimmt nicht ganz, Wien. Was kann man daran sehen? Man kann also daran sehen, dass es hier eine Teilung der Eurozone gibt. Eine Teilung, die man beschreiben kann mit einem Zentrum, eben dieser Euro-Banane, und einer Peripherie. Das sind die Regionen, die deutlich schwächer sind. Diese Regionen außerhalb dieser Euro-Banane haben auch geringere Investitionsraten, sie haben geringere Wachstumsraten. Das heißt, Investitionen, Wirtschaftskraft und Wachstum ballen sich in dieser Banane. Was steckt denn dahinter? Dahinter steckt etwas, was für neoklassische Wirtschaftswissenschaftler ziemlich unverständlich und unbegreiflich ist. Es stecken so Magneteffekte dahinter, Clusterbildungen. Die Neoklassik geht ja davon aus, dass Kapital immer dahin geht, wo es knapp ist. Also müssten massenweise Investitionen beispielsweise nach Spanien gehen oder in die Slowakei.
Das stimmt auch zum Teil, aber nur zum Teil. Oder nach Süditalien. Da ist Kapital knapp, da müsste es hinfließen nach der offiziellen Mainstream-Theorie. In Wirklichkeit passiert in der Eurozone etwas völlig anderes. Kapital konzentriert sich. Es konzentriert sich in dieser Banane und zwar einfach deswegen, weil hier sogenannte Produktivitätsclusters entstehen. Sie haben in diesen Regionen, in diesem zusammenhängenden Reichtumsgebiet in der Eurozone die Situation, dass sich hier Industrie verzahnt mit moderner Dienstleistung und mit Wissenschaftsproduktion. Hier sind die Universitäten, hier sind die großen Banken, die Versicherungen, hier sind die IT-Headquarters und hier sind auch im Norden Elektroindustrie, Stahlindustrie, im Süden die Automobilindustrie. Was wir hier also sehen, ist ein Industriegürtel, der wie ein Magnet Investitionen anzieht und der natürlich dadurch, dass sich der Markt, die Kapitalallokation so verhalten, der dadurch die Ungleichheit in der Eurozone verstärkt. Es gibt hier eine Wachstumsregion und abgehängt von dieser Wachstumsregion gibt es Regionen, die da eben nicht mithalten können. Wir haben es gesehen und die bestenfalls noch als verlagerte Werkbänke dienen. Wir haben hier also die Tendenz in ein wirtschaftsgeografisches Modell rein, das aus Zentrum und Peripherie besteht. Der Ausblick ist hier aber auch relativ ungünstig für die Eurozone, weil wenn in diesen Produktivitätsclusters, in dieser Euro-Banane, die Zentralisierungseffekte überwiegen, dann wird sich die Divergenz der Eurozone demzufolge auch fortsetzen. Das heißt, der Ausblick ist keineswegs so, dass hier irgendein Ausgleich erfolgen wird, wenn nicht eine aktive Wirtschaftspolitik da sehr kräftig dazwischen geht. Was wir hier sehen, ist eine eindeutige Fehlsteuerung des Marktes, eine fehlgesteuerte durch Märkte, Kapitalmärkte und Gütermärkte, fehlgesteuerte Allokation von Kapital, also Marktversagen. Wir sind dann damit beim dritten Unterkapitel bei den sozialen und ökologischen Auswirkungen der Divergenz. Vorbemerkung dazu, es ist nicht so, dass Divergenz direkt Armut schafft, von einer Ausnahme abgesehen, auf die wir doch zu sprechen kommen werden, aber Divergenz hängt mit Armut zusammen und in den abgehängten Regionen zeigt sich Armut besonders stark, besonders gravierend. Wir können das demonstrieren an den Arbeitslosenquoten, die in den abgehängten Regionen, in den schwächeren Regionen logischerweise besonders hoch sind. Wir haben hier in Regionen wie beispielsweise Kalabrien 22% Arbeitslosigkeit, die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei annähernd 50%. Wir haben in Spanien, in Andalusien 23% Arbeitslosigkeit und die Arbeitslosenquote in nordgriechischen Regionen beträgt rund 27%. Das ist eine Arbeitslosigkeit, die für deutsche Verhältnisse kaum vorstellbar ist. Was diese Arbeitslosenquoten nach sich ziehen, ist dann auch etwas, wovon wir schon gesprochen haben, es ist Abwanderung. Es gibt aufgrund dieser Arbeitslosigkeit und aufgrund der regionalen Divergenzen in ganz Europa ganz erhebliche Binnenwanderungen. Beispiele. Aus Italien sind zwischen 2008 und 2016 rund 1,5 Millionen Menschen ausgewandert. Meistens waren das sehr gut ausgebildete Italiener, die studiert hatten, die als Ingenieure in Deutschland auch arbeiten, bei BMW, bei Audi in Ingolstadt. Auch in Spanien sind im selben Zeitraum ca. 1 Million Menschen in andere Euro-Länder ausgewandert. Es gibt aber nicht nur Wanderungsbewegungen zwischen den einzelnen Euro-Ländern, es gibt auch Binnenwanderung innerhalb der Länder. Und da war es in den letzten 20 Jahren so, dass gerade Deutschland das Land in der Eurozone war mit der höchsten Binnenwanderung. Wir hatten eine Abwanderung aus den Gebieten der ehemaligen DDR von brutto mehr als 3 Millionen Menschen. Also mehr als 3 Millionen Menschen haben seit 2000 die Regionen des Ostens verlassen. Das ist erheblich, das ist eine große Zahl und die EU weist aus, dass Deutschland neben Portugal das Land mit der größten Binnenwanderung ist. Das hat aber jetzt nicht nur individuelle Folgen, sondern diese Wanderungsbewegungen, dieses Ausbluten von ärmeren Regionen zieht auch die öffentlichen Dinge, die staatlichen Institutionen in Probleme hinein.
Wir sprechen hier von dem, was man so schön Daseinsvorsorge nennt. In Regionen, die wirtschaftlich immer schwächer werden, die abgehängt werden, gehen weniger Steuereinnahmen ein. Die Kommunen und Landkreise in diesen Regionen verlieren an Möglichkeiten, ihre Aufgaben überhaupt wahrzunehmen. Wir kennen das aus vielen Zeitungs- oder Filmberichten, dass auch in deutschen Regionen Schulen immer schlechter ausgestattet werden. Wir hatten jetzt auch in der Corona-Diskussion Themen, dass es offensichtlich Schulen gab in bestimmten Regionen. Da gab es nicht mal warmes Wasser. Wir haben die Situation, dass Bäder geschlossen werden, dass kein Geld für Kultur mehr da ist. Was wir hier sehen, ist, dass individuelle Probleme, individuelle soziale Probleme ergänzt werden dadurch, dass der Staat, dass die öffentlichen Einrichtungen ihre Aufgaben nicht mehr wahrnehmen können. Hier addiert sich also eine individuelle soziale Problematik, wie beispielsweise Arbeitslosigkeit, zusammen damit, dass der Staat die Daseinsvorsorge nicht mehr wahrnehmen kann. Also private Armut ergänzt sich durch zunehmende öffentliche Armut. Ein anderer Punkt, der ein großes soziales Thema im Zusammenhang mit regionaler Divergenz war in den letzten Jahren, gerade hier in Deutschland, ist die Mietthematik, Mieten- und Wohnungsnot. Hier vertrete ich die Ansicht, dass man, was Mieten angeht und was Mietpolitik angeht, durch Bauen, Bauen, schneller Bauen, höher Bauen, nicht so richtig vorankommen wird. Wenn wir uns die Situation mal im Gesamtzusammenhang anschauen, haben wir in Deutschland 2 Millionen leerstehende Wohnungen. 2 Millionen leerstehende Wohnungen in den Regionen, die stagnieren oder die relativ zurückfallen. Und wir haben in den Boomstädten Wohnungsnot. Jetzt kommt man bei dieser Betrachtung sehr schnell auf die Idee, dass man nicht durch Bauen und schneller Bauen und höher Bauen die Wohnungsnot begrenzen kann, sondern dass es hier einen regionalen Ausgleich braucht. Wenn wir weiter die Situation aufrechterhalten, dass beispielsweise in einer Stadt wie München pro Jahr zwischen 16.000 und 26.000 Bürger und Bürgerinnen neu zuziehen, dann wird man durch Bauen diesen Nachfrageüberhang niemals bewältigen können. Bauen hat Grenzen, die schon allein dadurch zustande kommen, dass man Grund und Boden nicht beliebig vermehren kann. Heißt wiederum unter dem Strich, diese ganze Wohnungsthematik, die kann man nur bekämpfen, langfristig nur bekämpfen, durch eine aktive Regionalpolitik, die die Binnenwanderung minimiert, und zwar dadurch, dass sie die schwächeren Regionen aufwertet und die schwächeren Regionen entwickelt und damit die Divergenzen in Deutschland und in Europa abbremst und umdreht. Ökologische Auswirkungen. Das ist etwas schwierig und da muss man noch weiter nachforschen. Was ich dazu gefunden habe bei Recherchen, war sehr oft die Behauptung, dass große Städte, Megastädte eigentlich doch ökologisch günstig sein müssten, weil sie hier energieeffizient arbeiten können, weil sie mit Massenverkehrsmitteln Individualverkehr zurückdrängen können. Ich war mit dieser These nicht so ganz zufrieden. Wenn ich mir die Situation anschaue hier in Deutschland, aber das gilt genauso für andere Großstädte, für Ballungsgebiete in der Eurozone und weltweit, dann scheint mir das ökologisch nicht sonderlich günstig zu sein. Ich nehme hier nur mal das Beispiel Verkehr raus. Wir haben inzwischen in Deutschland 60% Pendler, das heißt 60% aller arbeitenden Menschen pendelt. Dadurch entsteht ein immenses Verkehrsaufkommen, das nicht gerade ökologisch ist. Wenn man sich anschaut, wie dieser Pendelverkehr regional organisiert ist, dann wird man sehen, dass es sehr oft ein Pendelverkehr in die großen Städte ist, also in Städte wie Stuttgart, München oder Hamburg. Wir haben hier die Situation in München, da gibt es ganz gute Zahlen, dass wir rund 160.000 Menschen haben, die hier täglich einpendeln, und zwar große Strecken pendeln. Groß heißt, sie haben einfach Strecken von mehr als, teilweise deutlich mehr als 50 Kilometer. Hier werden also ganz immense Verkehrsstrecken erbracht durch die Metropolisierung, durch die Zentralisierung von Arbeitsplätzen in einigen wenigen großen Metropolen. Wozu das dann auch führt, das ist die Wahrnehmung, die viele Menschen von uns haben, immense Staus. Also wir haben hier
Staus in München beispielsweise, wo nach offiziellen Rechnungen jeder Verkehrsteilnehmer oder jeder Autofahrer, so wird es gerechnet, pro Jahr 49 Stunden im Stau steht. In Stuttgart steht jeder Autofahrer pro Jahr 46 Stunden im Stau etc. Besonders ökologisch fühlt sich das nicht an, zumindest was den Verkehr angeht. Dürfte es so sein, dass das Auseinanderfallen in Boomstädte und Schrumpfregionen unökologisch ist, dass die ökologische Wirkung negativ ist. Auch hier wieder ein Fazit zur sozialen und ökologischen Auswirkung. Die private Armut wird durch öffentliche Armut ergänzt. Die sozialen Auswirkungen der Divergenz sind negativ. Und was die ökologischen Auswirkungen angeht, da sind zumindest Zweifel angebracht an gängigen Thesen, dass Metropolisierung ökologisch positiv zu bewerten sei. Und damit sind wir beim Teil 4, beim Schlussteil angelangt, bei dem Thema, welche Alternativen gäbe es denn zur derzeit praktizierten Regionalpolitik? Wie könnte man die Divergenz Deutschlands und die Divergenz der Eurozone aufhalten? Zunächst mal, Regionalpolitik wird ja betrieben. Wir haben im Report 120 auch relativ breit beschrieben, wie Regionalpolitik in Deutschland und in der EU aussieht. Ich möchte das hier aus Gründen der Kürze nicht referieren. Klar dürfte aber sein, diese Regionalpolitik läuft ins Leere, denn wir haben ja die Divergenz, eine sich ausweitende Divergenz, und die wird durch die derzeit praktizierte Politik eben nicht aufgehalten. Das heißt, wir bräuchten eine Alternative, eine aktive Regionalpolitik, die steuernd eingreift. Da bin ich jetzt wieder bei meiner Banane. Wenn wir hier also ein Marktversagen haben, eine falsche Marktsteuerung, der zufolge Investitionen und Arbeitsplätze zentralisiert werden in einigen wenigen Reichtumsregionen, dann muss man da eben mit einer aktiven steuernden Politik dagegenhalten. Das heißt, um hier gleich mal die Hauptüberschrift zu liefern, wir bräuchten so etwas Ähnliches wie eine partielle Investitionssteuerung, die Investitionen dahin bringt, wo die Arbeitsplätze gebraucht werden, die also die Arbeit zu den Menschen bringt und nicht, wie das derzeit läuft, die Menschen zur Arbeit. Was könnten wir im Rahmen einer solchen steuernden Regionalpolitik tun? Zunächst mal, es bräuchte Wachstumsbremsen. Man kann Städte wie München oder wie Paris oder wie Frankfurt nicht einfach so weiter wachsen lassen. Es gibt zwar viele Wachstumsfanatiker in den Stadträten dieser Städte, aber das hilft nicht weiter. Was notwendig wäre, wären ganz simple Dinge, wie beispielsweise, dass man für neue Investitionen in den Regionen, wo die Arbeitslosigkeit ohnehin schon extrem niedrig ist, wo schon so etwas Ähnliches wie Fachkräftemangel besteht, dass man in diesen Regionen eben die Steuern für Neuinvestitionen erhöht, dass man die Abschreibungsmöglichkeiten für Neuinvestitionen verschlechtert und dadurch die Investitionen in diesen Wachstumsregionen verteuert und andererseits in Regionen, die dringend Investitionen braucht, Investitionsanreize schafft. Das ist sowas Ähnliches wie eine negative Investition, wie eine negative Subvention, besser gesagt, eine negative Subventionierung. Wir haben derzeit ja auch ein System der Subventionierung, aber das schaut so aus, dass die Unternehmen immer etwas bekommen, teilweise erheblich etwas bekommen, wenn sie in eine bestimmte Region gehen. Ich möchte das umdrehen, weil das ein Abkassieren ist und weil es da unheimlich viele Mitnahmeeffekte gibt. Investitionen müssen da verteuert werden, wo die Arbeitslosenquoten niedrig sind, und sie müssen da gefördert werden, wo die Arbeitslosigkeit hoch ist. Also Wachstumsbremse, und diese Wachstumsbremse muss ergänzt werden durch ein System der negativen Subventionierung, das dazu dienen soll, Investitionen zu steuern und Investitionen dahin zu lenken, wo sie benötigt werden. Ergänzt werden müsste das alles dann noch durch den Aufbau von Wissenschaftsclustern. Wir haben ja kurz gesehen, dass in der Banane die Produktivität unter anderem deswegen so hoch ist, weil sich hier Wissenschaft, Dienstleistung und Industrieproduktion verzahnen. Wenn man also aus der Banane raus möchte, wenn man Investitionen woanders schaffen möchte, wenn man woanders auch Produktivitäten unterstützen und steigern möchte, dann muss man auch gezielt Wissenschaftsbereiche
in diesen Regionen angliedern, die entwickelt werden sollen. Es gibt da durchaus Initiativen, über kleinere Universitäten in schwächeren Regionen etwas vorwärts zu bringen, was in manchen europäischen Ländern auch gar nicht schlecht funktioniert. Man müsste das also beschleunigen, ausweiten und zusätzlich zu Investitionslenkungen dann eben auch die entsprechenden Wissenschaftsbetriebe ansiedeln, also Produktivitätscluster abseits der Banane aufbauen. Was dazu auch gehört, wäre eine Regionalisierung, die auch ökologisch wichtig ist. Man müsste stärker darauf achten, dass Wirtschaftskreisläufe regionalisiert werden. Dazu wäre es beispielsweise auch notwendig, Transportkosten zu erhöhen, damit regionale Produktion sich eher rentiert und damit nicht der Joghurt von Polen nach Italien geschafft wird, wie wir das derzeit haben. Ein nächstes wichtiges Thema für eine alternative Regionalpolitik wäre das Thema Daseinsvorsorge, das wir gerade hatten. Man muss Regionen, und es geht dabei nicht nur um ländliche Regionen, es geht auch um Regionen wie ehemalige Industrieregionen in Nordfrankreich oder Regionen des Ruhrgebiets. Man muss Regionen attraktiver machen, man muss Regionen auch dadurch entwickeln, dass man dann Nachfrage schafft und dass man ein bestimmtes Niveau der öffentlichen Daseinsvorsorge aufrecht und erhält und garantiert. Das würde beispielsweise bedeuten, dass es öffentliche staatliche Garantien gibt in bestimmten Regionen, in Unterzentren beispielsweise, dass da eine Schule vorhanden sein muss, dass da ein Arzt und ein Grundversorgungskrankenhaus vorhanden sein muss, dass da Apotheken und Behörden vorhanden sein müssen. Es läuft eben immer darauf raus, dass man im Rahmen einer alternativen Regionalpolitik Garantien dafür geben muss, dass Regionen nicht weiter ausbluten und Garantien dafür geben muss, dass der Staat in diesen Regionen weiterhin seine Aufgaben erfüllen kann. Eine große Rahmenbedingung für eine alternative Regionalpolitik ist es natürlich, dass entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, in der deutschen und europäischen Wirtschaftspolitik ist es notwendig, so wie das auch für viele andere Themen notwendig ist, die schwarze Null aufzugeben. Das heißt, Finanzierungen müssen zur Verfügung gestellt werden und die Regionen müssen rausgenommen werden aus diesem Sparkurs der EU, wobei die müssen nicht rausgenommen werden. Besser gesagt, der Sparkurs der EU und die schwarze Null in Deutschland müssen endgültig beerdigt werden, weil sie das Haupthindernis oder ein wesentliches Hindernis dafür sind, eine vernünftige Wirtschaftspolitik und da eben auch eine vernünftige Regionalpolitik zu gestalten. Das sind jetzt nur einige Bedingungen. Es gibt da noch deutlich mehr zu sagen. Wer dazu mehr wissen will, den verweise ich, das ist jetzt der Werbeteil, den verweise ich auf unseren ESW-Report 120 Boomstädte und Schrumpfregionen. Sie finden da sehr ausführliche Analysen, finden auch mehr Länderbeispiele, als ich jetzt in Kürze der Zeit bringen konnte. Und vor allen Dingen dann, wenn Sie in der Kommunalpolitik tätig sind, hoffe ich, dass dieser Report Ihnen vielleicht die eine oder andere Idee und Überlegung liefern könnte, die für Ihre Praxis auch wichtig ist. Insgesamt und zum Schluss, die Situation in Europa sieht nicht gut aus. Ich befürchte, dass auch über die Auswirkungen der Corona-Krise das Auseinanderfallen der Regionen und der Euro-Staaten noch beschleunigt wird. Wenn wir da nicht dagegenhalten, dann wird uns Europa irgendwann einmal um die Ohren fliegen. Wir müssen hier Regionalpolitik betreiben. Regionalpolitik ist immer Politik nah am Menschen und müssen mit einer aktiven Regionalpolitik die Fehlsteuerungen des Marktes korrigieren. Ja, das war es, was ich Ihnen erzählen wollte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.